Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Spieltag der zweiten Bundesliga steht an mit folgenden Partien. Ihr seht sie hier schon mal in der Übersicht. Vielen Dank für die lieben Kommentare und die netten und guten Bewertungen auf das Video vom ersten Spieltag. Und ich habe auch schon gelesen, dass ihr euch über die dritte Liga freuen würdet. Das kriege ich zeitlich einfach nicht hin. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ab nächster Woche geht es dann mit DFB-Pokal und Bundesliga in 2 Wochen weiter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit Kaiserslautern gegen Fürth. Freitagabend, der erste FC Kaiserslautern gegen die Spielvereinigung Fürth. Beide Mannschaften am vergangenen Sonntag mit einem Sieg in die Saison gestartet. Für wen geht es gut weiter? Der erste FC Kaiserslautern sicherlich mit dem Heimvorteil, aber Greuther Fürth war beim 3:1 gegen Preußen Münster ebenfalls überzeugend. Erste Eckballvariante, Ritter auf Tomiak, der Auftakt nach Maß. 5. Spielminute, das 1:0 für die Gastgeber. Tomiak von 2 Spielern umringt, aber keiner ist richtig dran. Somit der frühe Führungstreffer für die Roten Teufel. Sehr guter Beginn von Kaiserslautern. Opoku legt den Ball zurück. Karloc kommt da angerauscht. Per Flugkopfball setzt er den aber knapp neben dem Kasten. Gut, knapp ist eine Deutungssache. Der war 1-2 Meter schon vorbei. Greuther Fürth probierte es, aber mit zu vielen Ballverlusten und die Umschaltsituation, sie waren fast immer gefährlich. Mit Tetschi auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Opoku. Zimmer, was für eine Flanke auf Ritter, 2:0. Marlon Ritter erhöht. Das Kleeblatt ein bisschen perplex, dass hier noch keinen Fuß auf den Boden setzen konnte. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, dann aber auch mal die Gäste. Massimo hält den Ball recht lange. Srebeni, und Srebeni kommt nochmal an den Ball. Ein bisschen durcheinander in der Lautra Defensive und das wird prompt bestraft. Da ist bei Kaiserslautern Pech dabei, bei Greuther Fürth ein bisschen Glück, aber es war zumindest der Anschlusstreffer für die Gäste. 2:1 nur noch, alles offen, also für Durchgang 2. Doch Kaiserslautern ließ sich von diesem Gegentreffer aus dem ersten Durchgang nicht aus dem Konzept bringen. Opoku im Spiel zurück, Hanslik. Da findet er einen Mitspieler, der Ball bisschen zu mittig, also erstmal abgewehrt. Weiterhin aber Kaiserslautern. Ritter, und jetzt war es geschehen. 2 Tore Abstand wiederhergestellt, 58. Minute. Nach wie vor kein besonders gutes Spiel von Fürth. So dann diese Führung auch in der Höhe verdient. Fürth wollte nochmal rankommen. Srebeni scheitert aber an Kral. Sollte nichts mehr werden am Ende mit dem Punktgewinn für Fürth. Es ist ein verdienter Heimsieg und somit die Lautra mit 6 Punkten aus 2 Spielen top in die Saison gestartet. Aufsteigerduell am zweiten Spieltag. Der SSV Jahn Regensburg empfängt den SSV Ulm von 1846. Regensburg unterlag in Hannover, Ulm daheim gegen Kaiserslautern. Regensburg mit der besseren Anfangsphase. Kota auf Feed. Knapp am Tor vorbei. Die erste gute Möglichkeit an diesem Freitagabend. Es wird für beide Mannschaften sicherlich eine
schwere Saison von vielen als Abstiegskandidaten gehandelt. Das wird sich noch unter Beweis stellen, aber umso wichtiger, früh in der Saisonphase die ersten Punkte einzuheimsen. Hier die erste gute Chance der Gäste. Aber Gebhardt ist aufmerksam und klärt zur Ecke. Halbe Stunde Marke geknackt. Wieder Regensburg. Ernst, ein Übersteiger. Kota kommt nicht durch, aber Regensburg setzt nach. Kai Pröger. Die Chancen wurden besser. Auf beiden Seiten das Tor eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und Ulm mit Ballverlust. Im eigenen 16er. Garnaus nutzt es. 34. Minute. 1:0 für Regensburg. Kapitaler Bock. Das darf dir im eigenen 16er niemals passieren. Und somit folgte die Quittung. 1:0 für Regensburg nach 45 Minuten. Tendenziell auch die etwas bessere Mannschaft gewesen, die Gastgeber. Durchgang Nummer 2 war dann lange nicht mehr so aufregend. Viertelstunde nur noch zu spielen. Fietz, Pröger, Garnaus. Ortak aber vertagt erstmal die Entscheidung, dass dieses 2:0 sicherlich bedeutet hätte. Ulm aber noch einmal mit dem letzten Kraftakt. Krattenmacher, aber auch vorbei. Glücklos. Die Vorstellung der Gäste mehr war einfach nicht drin. An diesem Abend der Ball vorbei. Und so auch die Hoffnung. Regensburg sichert sich damit die ersten 3 Punkte in dieser Spielzeit. Gewinnt durch das Tor von Garnaus mit 1:0. Gegen Ulm. Vorgezogenes Topspiel Düsseldorf gegen Karlsruhe am Samstagmittag. Beide Mannschaften mit einem Sieg gestartet. Das war von Düsseldorf sehr reif, was sie da in Darmstadt ablieferten. Karlsruhe drehte ein 0:2 Rückstand noch zu einem 3:2 gegen Nürnberg. Fortuna Düsseldorf mit der ersten Topchance, das in der 16. Minute Felix Klaus hier das 1:0 nicht erzielt, ist einzig und allein Weiß im Tor der Karlsruher zu verdanken aus Sicht der Gäste. Dann auch mal der KSC Günther. Nachdem Sobotka den Ball nicht klären konnte, dieser Versuch Kastenmeier etwas zu weit vor seinem Tor, dann hat er Glück, dass der gerade noch so am Pfosten vorbeischrappt. Partie wurde jetzt vom Durchgang nochmal etwas aufregender. Bodo zieht sie Warze mit der Balleroberung und dann dieser Pass. Schleusener legt nochmal quer. Vanicek. Riesenchance. Das muss es normalerweise sein. Hier nach 40 Minuten die Führung für die Gäste. Doch Kastenmeier kann abwehren. 0:0 zur Pause, Düsseldorf mit dem besseren Beginn, dann aber wurde Karlsruhe deutlich besser und hatte auch so seine großen Möglichkeiten. Durchgang Nummer 2, der KSC vom Anstoßpunkt weg motiviert nach vorne zu spielen, da hat Christian Eichner wohl die richtigen Worte gefunden. Zivzivaze, Schleusener, Düsseldorf kommt nicht ran und dann war es geschehen. 48. Minute, das 1:0 für die Gäste. Fabian Schleusener geht unter dem Strich in Ordnung. Da war Düsseldorf einfach nicht eng genug dran. Kommt da gar nicht an den Ball. Das hätte durchaus verhindert werden können. Auch wenn Karlsruhe es gut gespielt hat. Wieder der KSC. Jensen, Zivzivaze, dreht sich da, kommt nicht durch, setzt aber nach. Und macht das 0:2. Bittere Phase jetzt für Fortuna Düsseldorf, die zu schläfrig aus der Pause kam und jetzt dafür bezahlen mussten. Sie blieben dran, wollten nochmal
Anschließend, Zeit genug war ja noch und man hat hier schon einige spektakuläre Spiele gesehen. Aber heute sollte es das nicht mehr geben. Das ist Klaus, der aber nur den Pfosten trifft. Von da springt der Ball zum Karlsruher. Am Ende blieb es beim 0:2. Düsseldorf muss sich geschlagen geben gegen starke Karlsruher. Der 1. FC Köln ist mit einer bitteren Pleite gegen den HSV gestartet. Da hätte durchaus was drin sein können. Am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Aber man muss nicht lange trauern. Die nächste große Aufgabe kommt bestimmt. Jetzt zu Gast bei Elversberg. Und das fing deutlich vielversprechender an als noch daheim gegen den HSV. 16. Minute, Lemperle frei gespielt bzw. selber frei gelaufen, setzt sich dadurch zwei Spieler durch und markiert die frühe Führung für die Geißböcke. Elversberg mit dem 0:0 in Magdeburg am ersten Spieltag durchaus in Ordnung, aber sie mussten dann diesen Rückstand schon erstmal mental verarbeiten. Hier Urbich, der sich das erste Mal auszeichnen kann. In diesem Spiel sah er unglücklich aus gegen den HSV. Aber das hat er weggesteckt und hier zeigt er mal, wie wichtig er sein kann. Dann vor der Pause nochmal Köln mit Downs. Starke Direktabnahme aus vollem Lauf. Ist da einfach handlungsschneller, der hätte auch gepasst. Aber es sollte noch nicht sein mit dem 0:2. So ging es mit der knappen Führung in die Pause. Elversberg musste sich einen Plan überlegen, das Ganze noch umzubiegen. Aber Köln wurde nochmal stärker. Hüseyin Basic, Olesen auf dem zweiten Pfosten, steht Lemperle völlig frei und der hat keine Mühen, die Führung zu erhöhen. 62 Minuten da gespielt. Elversberg kommt nicht hinterher und vergisst dann Lemperle eben am zweiten Pfosten. Das ist durchaus frustrierend. Jetzt lief der Ball. Meiner schickt Waldschmidt. Elversberg zu weit aufgerückt. 0:3. Es wurde heftig. 20 Minuten vor dem Ende war hier alles entschieden und Köln zeigte mal, welches Potenzial in ihnen steckt, worauf wir uns hier in dieser Saison sicherlich noch häufiger einstellen können. Noch einmal über links, Paccarada mit der Flanke und Meiner, der nachsetzt. Auch sinnbildlich, dass der per Kopf trifft. Bei Köln lief dann im zweiten Durchgang alles glatt. Bei Elversberg ging hingegen gar nichts mehr. Deutlicher Sieg für Köln. Also, sie haben sich rehabilitiert und stehen gut in der Saison da. Eins der letzten noch richtigen Freundschaftsduelle findet in Nürnberg statt. Da ist der FC Schalke 04 zu Gast. Diese beiden Teams wirklich innig miteinander verbunden. Nürnberg in den rot-schwarzen Trikots, die Schalker im weißen Jersey. Nürnberg mutig von vorne an drauf und die erste dicke Möglichkeit nach 4 Minuten, aber noch nicht die Führung, die ja Nürnberg auch gegen Karlsruhe nicht nutzen konnte. Da führten sie 2:0, am Ende verloren sie mit 3:2. Der FC Schalke 04 setzte sich 5:1 gegen Braunschweig durch, hier mit der ersten Halbchance. Ausgeglichene Partie, Nürnberg sehr mutig, Okunuki. Sehr gute Chance und es hätte schon durchaus die Führung für Nürnberg bei rausspringen können. Schalke wirkte nicht ganz so wach, nicht ganz so frisch. Mohr zurückgelegt, Bachmann, Silla und Karaman. Hätte dann doch auch noch was mit der Führung werden können für Königsblau. So ging es dann erstmal torlos in die Pause. Konnte man sich durchaus gut anschauen. Zwei Mannschaften, die einiges vorhaben in dieser Spielzeit.
Nun wieder Nürnberg. Durchgang Nummer 2. Danilo Soares. Und dann blitzte da die Pfeife auf. Sie schrillte im Ohr, vor allem im Ohr der Schalker. Unfassbar. Ganz schwer zu erkennen. Florian Pick war es egal. 58. Sorry. Das 1:0 für den Club. Maximal unglücklich für Schalke. Aber die Handregelauslegung, die erfordert mittlerweile ein Masterstudium. Schalke blieb aber dran. 70. Minute. Moa, unglücklich. Dass Knoche da noch den Fuß reinbekommt, der hätte ganz gut den Weg aufs Tor gefunden. Schlussphase. Schalke wollte unbedingt den Punkt zumindest mitnehmen. Polter legt nochmal raus auf Mörken. Die Flanke. Knoche dazwischen. Eckball. Zweite Minute in der Nachspielzeit. Seguin. Und da ist Polter. Aber Reichert hält und er hält die 3 Punkte fest. Das war sie nochmal. Die Riesenchance, den am Ende durchaus verdienten Punkt noch mitzunehmen. Aber es sollte nicht mehr sein. Nürnberg gewinnt durch einen glücklichen Handelfmeter mit 1:0. Topspiel am Samstagabend. Der Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC. Ein Topspiel, das es wirklich in sich hat. Für beide Mannschaften extrem wichtig. Hertha auch unter Druck nach der Heimniederlage gegen Paderborn. Und man sah die Nervosität bei den Gästen. Der HSV mit breiter Brust hingegen. Königsdörfer allen voran. Der glänzte gegen den ersten FC Köln und hier nach der Balleroberung fast zur Führung trifft. Gächter. Dann Gächter. Was macht er da? Verliert erst den Ball am eigenen 16er. Dann haut er Reis um und verursacht den Elfmeter in der 13. Spielminute. Hackt da komplett übermotiviert rein. Ein Wahnsinnsfehler. Und die Chance zur frühen Führung für den Hamburger Sportverein. Karabec. Macht er es? Nein, er macht es nicht. Ernst hält. Nicht hart genug. Platziert war der durchaus, aber eben nicht mit dem richtigen Wumms. Dann das erste Mal die Hertha. Scherhand auf dem zweiten Pfosten. Winkler. So rächt sich das dann im Profifußball. 20. Minute. 0:1. Die erste Chance für die alte Dame. Sie führte zum Führungstreffer und der bedeutete auch den Halbzeitstand. Der HSV musste sich erstmal schütteln. Es war noch genug Zeit da. Aber die Hertha durch diesen Treffer ein bisschen beflügelt. Maser wird nicht richtig angegangen. Heuer Fernandes mit der Glanzparade verhindert das 0:2. Das ist wirklich sensationell reagiert. Muss man erstmal so machen. Der anschließende Eckstoß. Diego Demme und Scherhand an die Latte, dann schon lauter zwischen und es gibt wieder Strafstoß. Undurchsichtige Situation, auch die Kameraperspektive klärt es nicht auf, was da jetzt genau los war. Das kann richtig wehtun für den HSV. Macht es Tabakovic besser. Haris Tabakovic. Ja, er macht das 0:2 in der 59. Minute. Nicht sehr angenehm für den HSV, der vor allem im ersten Durchgang deutlich besser war. Jetzt hatten sie hier eine riesen Aufgabe. Es war aber noch nicht vorbei. Und da drängt sich dann hier einer auf. Selke per Kopfaufsetzer, der ist reingekommen. Testet hier Ernst. Sollte erstmal noch nicht das 1:2 sein. Aber der HSV blieb dran. Mit Wut im Bauch. Herzi Kadunic. Dompe. Dann Jatta mit der Direktabnahme. Dritter Elfmeter im Spiel.
Duziak beschwert sich, aber ja, es ist eine extrem kurze Distanz, aber gehört der Arm dahin. Lassen wir das mal so stehen. Karabetsch traut sich tatsächlich nochmal und macht das 1:2. In der 66. Minute. Der HSV wieder mitten im Spiel. Und diese Nerven musst du erstmal haben. Vergibst das 1:0 per Elfmeter. Dann liegst du 0:2 hinten. Dann traust du dich dann nochmal anzutreten. Machst es diesmal deutlich besser. Und lässt die Hoffnung leben. Und der HSV, er kam nochmal. Davy Selke. Selke holt sich den Ball von Kempf. Selke, den will er, den macht er. 88. Minute, der 2:2 Ausgleich. Unfassbar. Natürlich Davy Selke. Wer sonst sollte das machen? Aber der Wille hier von Kempf, den Ball abzuluxen. So geht der Junge voran und so hat man sich das beim HSV gewünscht. Am Ende ist es ein 2:2, das sich für den HSV sicherlich mehr wie ein Sieg anfühlt. Unter dem Strich geht dieses Ergebnis aber absolut in Ordnung. Paderborn setzte ein Ausrufezeichen oder zumindest mal eine Duftmarke beim 2:1 Auswärtserfolg in der Hauptstadt. Darmstadt muss erstmal wieder Fuß fassen in der zweiten Liga. Sie verloren 0:2 zu Hause gegen Düsseldorf. Und Paderborn völlig unbedarft, spielfreudig drauf los. Zehnter. Lange am Ball. Gewinnt den Ball nochmal von Jasula zurück. Obermeier 1:0 für Paderborn. Bis dahin eher eine ruhige Partie. Dann aber eben dieser Treffer, der zur Führung führt. Und Darmstadt ließ sich auskontern. Viel zu einfach. Bilbia 2:0, 43. Minute. Kalte Dusche für die Lilien. Das muss man so sagen, ist defensiv aktuell nicht mal zweitligatauglich gewesen. So hart es sich anhört, aber es ist noch genug Zeit und Paderborn, so viel muss man wirklich sagen, die sind klasse eingespielt aus letzter Saison noch. Die können in dieser Liga wirklich jeden ärgern. Das ist Kostons schon super Parade, verhindert in der 48. Minute das 3:0, das wohl schon die Entscheidung gewesen wäre. Doch der SC Paderborn blieb dran und machte weiter. Zehnter, sehr auffällig. Bilbia, noch auffälliger. 3:0, 63. Für Darmstadt ging es dahin und der Sportclub hatte hier seine wahre Freude dran, dem SV Darmstadt die Grenzen fürs Erste aufzuzeigen. Michel, Kostons, 4:0. Thorsten Lieberknecht wird sich die Augen reiben. Das tut richtig weh. Und dass es so heftig werden würde, damit war nicht zu rechnen. Doch das musste man ihm zumindest zugute halten. Wilhelmsson noch mit dem 4:1. Darmstadt traute sich dann doch mal etwas, kam aber viel zu spät und verliert hochverdient mit 4:1 beim SC Paderborn. Braunschweig kam heftig unter die Räder. Gegen den FC Schalke 04 hagelte es eine 5:1 Pleite. Nun wollten sie es gegen Magdeburg besser machen. Magdeburg mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 0:0 hineingekommen in diese Partie. Das hier so ein bisschen sinnbildlich für ja, das 0:0 Torverhältnis. Dieser Freistoß geht irgendwo in die Wicken. Aber Magdeburg war im ersten Durchgang deutlich besser. Braunschweig verunsichert, fehleranfällig. Matthijssen, 38. Minute mit der nächsten Chance. Das hätte schon das 0:1 durchaus sein können. War es aber nicht. 0:0 nach 45 Minuten von den Braunschweiger Löwen sollte jetzt wirklich mehr kommen. Ansonsten wird das auch heute nichts
mit Punkten. Aber Magdeburg erstmal weiterhin bissiger. Mathiesen treibt den Ball weiter auf Chica. Nicolau dazwischen. Burku legt zurück und Elzain mit der satten Direktabnahme. In der 53. Minute lässt den über den Spann rutschen. Tolle Parade von Grill. Doch Magdeburg war hier drauf und dran, die Führung zu erzielen. Elhan Kuri. Elhan Kuri geht da spazieren um den Braunschweiger 16er. Einzig und allein Grill dazwischen. Jetzt mal Braunschweig. Philippe bringt den Ball in die Mitte. Bar. Und was war jetzt los? Elfmeter gab's. In der 73. Minute. Musonda nimmt den Ball hier mit der Hand mit. Unglücklich, aber wohl gerechtfertigt. Ryan Philippe mit dem 1:0 per Elfmeter. 73. Minute, die Führung für Braunschweig aus dem Nichts. Es musste ein Elfmeter herhalten. Das war bisher sonst gar nichts. Braunschweig jetzt beflügelt und mit mehr Räumen. Wieder Philippe, 2:0, 80. Minute, Deckel drauf. Unfassbar. Damit war vor 10 Minuten in dieser Partie überhaupt noch nicht zu rechnen. Aber jetzt machten sie innerhalb von 7 Minuten den Deckel drauf. Braunschweig schlägt sehr glücklich Magdeburg mit 2:0. Preußen Münster bezahlte erstmal Lehrgeld und verlor gegen Fürth mit 3:1. Nun Hannover 96 zu Gast. Ein ambitionierter Zweitligist, der mit dem 2:0 gegen Regensburg schon mal vorlegte am ersten Spieltag. Hannover favorisiert. Nielsen zurück auf Moroja. Und was ist das für ein Traumtor? 7. Minute, Sey Moroja. Völlig humorlos. Was für eine Hütte. Der passt da oben rechts. Klasse rein. Ein tolles Tor vom Außenverteidiger. Hannover mit Selbstvertrauen, aber vielleicht ein bisschen zu viel. Mega Fehler von Halstenberg, den Lorenz aber nicht ausnutzen kann. Direkt in die Füße gespielt. Dann geht der Ball aber trotzdem 2 Meter am Tor vorbei. Hannover aber schon die bessere Mannschaft. Klar, nominell auch besser besetzt. Rochelt scheitert an Schenk. Riesenmöglichkeit. Den darf man im 1 gegen 1 durchaus mal verwandeln. Preußen Münster aber immer wieder auch mit gefährlichen Möglichkeiten. Badmatz aus der zweiten Reihe. Zieler ist da. Und klärt zur Ecke, aus der nichts entstand. Und es ging dadurch mit dem 1:0 für die Gäste erstmal in die Pause. Das Traumtor von Sey Moroja aus der 7. Minute hatte erstmal Bestand. Durchgang Nummer 2. Hannover wurde mutiger, lief höher an. Tresoldi steckt durch auf Nielsen. Der ist abgezockt, lässt sich nicht zweimal bitten und tippt den Ball rein. 62. Minute, das 0:2, so etwas wie die Vorentscheidung. Hannover nämlich noch mutiger, noch breiter die Brust. Ein Gang kam, wieder Nielsen, 0:3, eine Viertelstunde vor dem Ende war das jetzt endgültig der Schlusspunkt. Es war klar, Hannover würde dieses Spiel gewinnen, würde mit 6 Punkten in die Saison starten und Preußen Münster mit 0 Punkten und mindestens mal 6 Gegentoren. Dann zeigten sie zum Schluss aber, dass Hopfen und Malz doch noch nicht verloren ist. 92. Minute, Badmatz per leichtem Schlenzer zum 1:3. Am Ende ist es ein klarer Auswärtssieg für Hannover.
Jo, das war's mit dieser Prognose. Das sind die Ergebnisse und die Tabelle würde dann so aussehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.